sich überhaupt gar nicht verdient im Kino. Und dann nachher dann so, so Anfangs 2011, 12 ist dann noch die Umstellung gekommen, von diesen 35mm analog auf digital. Und ich hatte natürlich kein Geld, nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, entweder stelle ich jetzt um auf digital oder ich mache zu. Ich bin der Beat Bossert und ich betreibe das einzige und das andere Landkino vom Kanton Luzern. Als ich noch so 14, 15 war, habe ich da Familienkontrolle machen. Und mit der Pause bin ich mit dem Bauchnabelkiosk, mit der Glasse, bin ich da reingegangen und habe Glasse verkauft. Und ja, dann konnte ich so meine Sackgeld und Stiftelung ausbessern. Das Kino gibt es seit 1947, wie sehe ich es 1999. Und eben noch hat mein Vater eigentlich so das gemacht. Ich habe gefragt, ob ich das weitermachen will. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Machen Sie mal. Ich mache aber immer nur ein Jahr. 2011 habe ich einen Preis, den Lebensraumpreis bekommen für kulturelle Güter im Kanton Luzern. Die 10'000 Franken hat schon geheissen, es sei doch, dass die einfach privat brauchen. Aber weil dort gerade die Umstellung war, habe ich gedacht, ja, das brauche ich fürs Digitale und so. Wir mussten ja auch Projekte ausreissen, neue Projekte rein, alles müssen verkabeln, die Tonanlage war eigentlich nicht. Also eben, das Ganze hat rund 120'000 Franken gekostet. Ich hatte nie so ein grosses Poster. Ich bin immer so knapp über die Runde gekommen. Und dann plötzlich ist Corona gekommen und ich musste irgendwie zutun. Und dann habe ich gemerkt, ja, das geht nicht. Dann habe ich die Bank angerufen und gesagt, du, eben, sie bietet jetzt ein Crowdfunding an und so. Dann hat man gesagt, ja, wir müssen ja ein Budget, wir müssen öfter, was wir erreichen können. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wäre froh, wenn es 20'000 Franken gibt. Und er hat gesagt, ja, 20'000 Franken sind nichts, du musst ein bisschen mehr. Und dann habe ich mit Mühe und Not gesagt, ja, also machen wir 30'000 Franken draus. Und ich habe gedacht, das ist eine Frechheit. Ich komme noch nie 30'000 Franken über. Und dann ist es dann losgegangen. Hey, und dann nachher dann, jedes Mal, wenn ich auch schaue, die Leute haben das gekauft, die sind richtig verrückt gewesen. Und das ist innerhalb von einer Woche, habe ich, ja, in 10 Tagen, ist es von null wirklich bis auf 100'000 Franken nur. Das hat regelrecht explodiert, das ist wirklich schön gewesen. Man hat gemerkt, die Leute schätzen, was sie da noch ins Kino haben. Das Schönste eigentlich ist schon, wenn sie ab und ab kommen und sagen, hey, das ist jetzt so ein schöner Film und alles ist tiptop und so und die Atmosphäre stimmt und die sind gemütlich und so. Und das gibt für mich so wirklich wie ein Zückerchen und denke, wow, super, das gefällt mir und das ist sehr motivierend. Offiziell mache ich jetzt das noch 7 Jahre. Offiziell. Dann wäre ich pensioniert. Aber ich weiß ja nicht, ob ich das finanziell vermag. Wahrscheinlich mache ich noch durch. Aber ich weiß nicht, wie sie 7 Jahre da aussieht, ob das 7 Jahre noch da steht. Und ich würde gerne, solange das Kino noch da ist, und würde ich das gerne weitermachen. Ja. Also, mir hat einfach noch immer der Kollege einmal gesagt, auf welches Kino kommt, und hat gesagt, weißt du, das Kino lebt von mir und mit mir. Wenn ich nicht mehr da bin, gibt es wahrscheinlich das Kino nicht mehr.